Schönen guten Morgen an diesem Dienstag, zweiter Handelstag der Woche. Und wir beginnen das Ganze natürlich mit einem Rückblick auf die amerikanischen Märkte. Die haben sich gestern doch nach zwischenzeitlichen Abgaben wieder gefangen. Größtenteils der Dow Jones, ja, mehr oder weniger unverändert aus dem Handel gegangen. S&P und Nasdaq hingegen mit leichten Zugewinnen. Man sollte das Ganze jetzt aber nicht überbewerten. Die Handelsspanne in den drei großen Indizes war sehr, sehr eng. Also kaum Bewegung, kaum was passiert, weil sich natürlich die Investoren langsam jetzt auch orientieren in Richtung der Quartalssaison. Die beginnt ja in der zweiten Wochenhälfte dann unter anderem mit BlackRock und einige große Finanzinstitute in den USA, die ihre Quartalszahlen vorlegen werden. Also vor dem Hintergrund sicherlich noch so ein bisschen gespanntes Abwarten und mal schauen, hier austarieren, wie ist in Q4 gelaufen. Für mein Gefühl sollte es eine ordentliche Saison werden. Natürlich auch insbesondere dann im Tech-Bereich. Hier sollten dann vor allen Dingen Unternehmen wie Amazon auf jeden Fall mal kräftig kräftig Druck machen können. Wir haben den Bitcoin relativ wenig passiert. Man sieht die Handelsspanne. Das sieht natürlich immer so relativ unspektakulär aus. Allerdings muss man sehen, hier waren wir fast bei 20.000. Da sind wir runtergegangen bis auf 12.500. Je nach Plattform waren es 20 oder knapp über 20.000 und 11.000 sogar nur gewesen. Also die Schwankungen schon relativ satt gewesen. Und wer sich so ein bisschen auf den Bitcoin fokussiert, der sieht natürlich immer, aha, das ist momentan natürlich das Aushängeschild für Kryptowährungen, überhaupt gar keine Frage. Und wenn Sie in diese Welt einsteigen wollen, dann müssen Sie ja in der Regel auch mit zunächst mal Ihr Geld in Bitcoin tauschen oder Ethereum. Aber die Währung, die am meisten eigentlich zugelegt hat, und das sehen wir jetzt genau an dem Chart im vergangenen Jahr, das ist eben nicht der Bitcoin gewesen, das ist der Ripple gewesen. Der Ripple ist streng genommen überhaupt gar keine Kryptowährung, es ist so eine Art Pufferspeicher für Finanzunternehmen, die damit vor allen Dingen Währungen hin und her tauschen. Das geht ganz einfach schneller, wenn sie das zunächst über den Ripple machen. Die Bezeichnung XRP dürfte den wenigsten geläufig sein. Also die das zunächst mal über diesen Zwischenschritt machen und dann die Währung zurücktauschen. Und es ist, wie soll man sagen, eher eine Ergänzung. Es ist keine eigenständige Währung, sondern eher eine Ergänzung zu einem bestehenden Währungssystem. Und das kommt momentan im Markt gut an. Sie sehen hier die Marktkapitalisierung. Wenn Sie sich das mal genauer anschauen, Januar 2017, Juli 2016, da war eigentlich relativ wenig passiert, mehr oder weniger die Nulllinie hier. Und jetzt sehen Sie, dass im Dezember dann im Sog von Bitcoin und Co. das Ganze nach oben gerissen wurde. 32.000 oder 33.000% ist der Anstieg beim Ripple gewesen und die Gründer gehören jetzt oder der Gründer gehört mittlerweile zu den reichsten Menschen überhaupt auf dem Planeten. Ich glaube zuletzt die Zahl, die ich gelesen hatte, war irgendwo jenseits der 30 Milliarden Dollar, die er schwer sein soll, weil er natürlich einen Großteil der Ripple, auch der verfügbaren Ripple auch hält. Sehr, sehr starke Ausschläge, dürfte in den kommenden Wochen sicherlich sehr spannend werden, zeigt aber auch natürlich die enorme Schwankungsbreite, die wir haben. Gestern ging es um 30% nach unten. Also wer da wirklich dann da sein Geld investiert oder mit dem Ripple spekuliert, der muss wirklich starke Nerven haben und einen guten Magen. Aber auf der anderen Seite, Spaß macht die Sache natürlich schon, wenn man sich das vergangene Jahr anschaut. Und dagegen war der Anstieg vom Bitcoin, ich glaube es waren 1200%, geradezu lächerlich. Jetzt schauen wir uns mal einzelne Charts an. Tencent heute Morgen in Hongkong erneut stärker auf Rekordhoch. Also wir haben ein neues Rekordhoch tatsächlich erreichen können. Spricht für die solide Verfassung der asiatischen Börsen. Die waren heute Morgen überwiegend auch wieder im grünen Bereich unterwegs. Japan hatte ja gestern einen Feiertag, aber wie gesagt, in China läuft es weiter nach oben. Einer unserer Top-Favoriten hier ist ganz einfach Tencent. Wir haben den auch als Optionsschein bei uns in einem der Depots mit drin. Läuft ganz ordentlich momentan und sieht auch aus, es sieht danach aus, als wenn es hier weitergehen könnte. Ich hatte, glaube ich, gestern schon mal gesagt, bei League of Legends, also einem der Spiele, das von Tencent vertrieben wird, 100 Millionen Spieler pro Monat, darunter unter anderem auch mein Junior. So, dann haben wir Alibaba. Da sieht es, ja, es sieht ebenfalls gut aus. Also es sah gestern danach aus, als wenn die Aktie jetzt ein neues Hoch machen wollte, ist dann aber gescheitert, hat ein bisschen wieder nach unten abgedreht. Wäre jetzt natürlich sehr wichtig, dass wir aus charttechnischer Sicht sehr wichtig, dass wir über diesen Punkt drüber kommen, denn ansonsten droht ein Doppeltop. Um Gottes Willen, soweit ist es noch nicht, überhaupt gar keine Frage. Erstmal sieht es danach aus, nach einem Anlauf auf das alte Hoch. Und auch hier werden natürlich irgendwann in den nächsten Wochen die Q4-Zahlen kommen und im Vorgriff darauf könnte es schon mal kräftiger
dann für die Aktie nach oben gehen. So war es ja in der Vergangenheit auch. Und wir haben ja bei Alibaba eine relativ lange Seitwärtsbewegung gehabt. Also hier wäre auf jeden Fall genügend Luft noch nach oben für die Aktie. Sollte man nochmal auf die Watchlist packen, kommen wir zum DAX. Da sieht es heute Morgen relativ unverändert aus. Wie gesagt, die Vorgaben aus den USA, gar nicht so schlecht, aber auf der anderen Seite, so die ganz großen Impulse haben halt eben auch gefehlt. Gestern waren es die Autobauer, die hier ein bisschen mitgezogen haben. Heute Morgen fehlt so ein bisschen der Druck nach oben. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze auspendelt. BMW natürlich momentan im Fokus. Wenn hier der Sprung über die 90er-Marke gelingt, dann könnte da nochmal tatsächlich ein Schub nach oben stattfinden. Das Gleiche gilt für die Daimler-Aktie. Die haben wir jetzt ins Derivate-Depot aufgenommen. Da sind wir schon einen Schritt weiter. Da haben wir nämlich den Ausbruch bereits geschafft. Sieht also auch hier sehr gut aus. Und im Fokus natürlich die Deutsche Bahn, nachdem am vergangenen Wochenende, am Freitag, gesagt wurde, dass 2017 wohl wieder mit einem Verlust abgeschlossen werden wird aufgrund der Steuerreform. Und jetzt habe ich die Regie gerade nicht verstanden. Was habt ihr gesagt? Genau, also, dass wir auf jeden Fall die Deutsche Bank weiter im Fokus und natürlich auch mit dem langfristigen Trend, der jetzt nach unten zu brechen droht, da müsste man die Position unter Umständen nochmal überdenken und vielleicht auch tatsächlich rausnehmen, gibt dann sicherlich spannendere Aktien. Und damit kommen wir jetzt erstmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe, die mir hoffentlich jetzt beipflichtet, dass es zumindest erstmal eine stabile Eröffnung geben wird. Ja, moin aus Frankfurt, genau danach sieht es aus. Aber immerhin, also ich meine, du beschwerst dich hoffentlich nicht. Mit dir redet die Regie immerhin. Also wir erwarten hier tatsächlich einen, wie du eben schon gesagt hast, unspektakulären, unveränderten Start quasi. Aber wenn man eben bedenkt, dass die erste Handelswoche des Jahres ja uns schon einen Plus von über 3% beschert hat, dass wir gestern da nochmal dran angeknüpft haben und nochmal eine Schippe draufgelegt haben, dann kann man dem DAX so ein bisschen durchatmen, ja auch durchaus mal gönnen. Die Vorgabenseite eben ja nicht prickelnd, aber auch nicht schlecht. Also man scheint so ein bisschen in einer positiv abwartenden Stimmung zu sein. Die Berichtssaison, die läuft sich ja jetzt auch mal so langsam warm. Und gerade in den USA hat man zwar gesehen, mit Trippelschritten ging es zwar weiter rauf, aber eben nur so ein paar Trippelschrittchen am Ende des Tages, da ein leichtes Minus sogar beim Dow. Aber trotzdem, man scheint eben optimistisch auf die beginnende Berichtssaison zu blicken. Also das ist ja eigentlich schon mal eine positive Grundhaltung quasi für den Markt. Also dementsprechend ist mal durchatmen nicht so schlecht. Der Nikkei war ja heute Morgen wieder mit am Start, auf den muss man ja gestern verzichten. Bei den asiatischen Börsen haben wir beim Hang Seng und beim Shanghai Composite ebenfalls grüne Vorzeichen gesehen. Der Nikkei auch gut gelaunt. Also sieht alles nicht schlecht aus, aber eben auch heute Morgen nicht so wahnsinnig spektakulär. Im Laufe der Woche könnten da ja aber noch ein paar Zusatzimpulse dabei sein. Und natürlich behalten wir den Euro im Blick, denn der hat uns ja gestern, dadurch, dass der etwas schwächelte, auch ein bisschen Spaß hier beschert. Und damit vielen Dank nach Frankfurt für diesen ersten Überblick. Wir sehen uns wieder 14:40 Uhr dann mit der Indikation für die Wall Street. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.